So, dürfte eigentlich nicht allzu schwer werden. Drei! Drei Stück auf einmal? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja. Ahoi meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Atlas New World. Ich bin mit meinem Schiff jetzt zu der Stelle gefahren, an der in der letzten Folge hier unser zweites oder unser erstes Submarine quasi verloren gegangen ist. Und das würden wir jetzt gerne wiederbekommen, beziehungsweise ich glaube nicht, dass wir es wiederbekommen, aber zumindest haben wir hier noch eins und gehen jetzt unter Wasser. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es in dieser Folge doch noch eine Krabbe zu zähmen. Die letzte Folge ist ja, ja, keine Ahnung, lief nicht ganz so gut, beziehungsweise nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da unten ist unser Submarine. Wir sehen schon die Anzeige, aber das Problem ist, ich könnte eventuell nicht genug Futter für eine Krabbe jetzt dabei haben, gerade wenn sie ein bisschen höher im Level ist. Das würde mich halt ärgern, wenn ich kurz vor der Zähmung bin und dann feststellen muss, dass wir nicht genug zu essen haben. Deswegen gehen wir nochmal los und farmen eventuell noch einen Tintenfisch. Okay Leute, cool, da oben ist einer. Wenn wir Glück haben, ist hier links auch noch einer. Also wir haben genug Potenzial am Start, um jetzt hier genug Futter zu bekommen. So, jetzt müssen wir nur beide down kriegen, irgendwie. So, dürfte eigentlich nicht allzu schwer werden. Drei! Drei Stück auf einmal? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Die eine hat sogar Level 14. Also hier der Level 1er wird mir vollkommen reichen fürs Erste. So, gib mir dein Stuff. So, Level 14 ist weg, Level 16, Alter! Okay, ich bin hier gerade in einer Hochburg von... Ja, wie heißen die Viecher? Tintenfischen gekommen. Die machen mir es jetzt hier gerade nicht allzu leicht. Aber okay. Zwei habe ich down. Jetzt fehlt mir noch der letzte. Macht aber auch nicht allzu viel Schaden, habe ich das Gefühl. Wir müssen ihn nur öfters treffen. Schade eigentlich, dass man die Viecher nicht zähmen kann. So, jetzt will er abhauen. Hat man natürlich keine Chance. Ah, außer wir krachen irgendwo gegen. So, okay. Sehr gut. Wir haben den dritten down. Haben wir auch sein Fleisch? Ne, noch nicht ganz. Jetzt dürften wir alles haben. Innereien. Boah, ja, sehr cool. Wir haben mehr als genug Innereien. Und machen uns jetzt mit wenig erlittenem Schaden auf dem Weg hier eine weitere Krabbe oder unsere erste Krabbe zu zähmen. Die ersten zwei Versuche sind ja leider gescheitert, falls ihr die letzte Folge gesehen habt. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wo finden wir eine Krabbe und wir sollten uns vielleicht auch nicht zu weit vom Schiff wegbewegen. Okay, wir müssen irgendwie nach rechts. Um wieder zu unserem Schiff zurückzukommen. So, müssen wir mal schauen. Hier sind halt auch ziemlich viele Haie. Wäre nicht so gut, in so einem Haigebiet jetzt anzufangen zu zähmen. Denn die sind relativ schnell bei uns. So eine Krabbe aus der Ferne ist ja kein Thema, aber ein Hai, ja, ist ein anderes Thema. Oh, hier ist eine ganze Versammlung. Viel zu viele eigentlich. Ja, okay. Das lasse ich erstmal. Das sind wirklich zu viele hier am Start gerade. So, da finden wir bestimmt noch einen besseren Platz.
Sind wir jetzt auf der richtigen... Ah, wir fahren immer weiter weg von unserem eigentlichen Platz, wo wir hinwollen. Oh, dafür haben wir eine weitere Discovery bekommen. Auch sehr schön. Okay, Mythos verbraucht sich jetzt nicht allzu krass, also damit dürften wir klarkommen. Der Zeit, wo wir jetzt hier unten sind, wenn das Schiff überhaupt überlebt, wenn wir es schaffen, eine weitere Krabbe überhaupt zu zähmen. Also, was heißt eine weitere? Ich mache das immer so, als hätte ich schon eine bekommen. Nein. Wir haben noch keine Krabbe. Aber wir werden eine kriegen. Ich hoffe in dieser Folge. So. Ah, wir fahren hier voll den Umweg. Aber egal, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung unseres Schiffes. Und auf diesem Weg werden wir gucken, dass wir eine anständige Krabbe irgendwo finden. So, mal ganz kurz nachgucken. Ja, wir sind zumindest halbwegs in der Richtung. So, da ist auch schon die erste. Was hast du für ein Level? 4. Du bist Müll. Du wirst sterben. Das ist dein Schicksal. Hab ich gerade so beschlossen. Oh, wir stehen natürlich hier voll in der Schere drin. Okay, die ist down. Was habt ihr hier hinten? 2 Stück waren es, glaube ich. Oh, da sind sogar noch mehr. Okay, du bist Level 2. Auch Müll. Okay, ich muss aufpassen, dass wir nicht allzu viel Schaden kriegen. Ich will möglichst ein Submarine noch halbwegs benutzbar wieder ans Schiff anbringen können. So, die ist auch down. Was ist mit dir? Level 9. Ja, okay, wir beschäftigen uns jetzt hier nicht, nicht mit jeder einzelnen Krabbe, das wird ein bisschen nervig auf Dauer. So, du hast Level 14, auch noch nicht so ganz mein Fall. Dann ist so eine schön grüne. Level 1. Was hast du hier unten? Level 2, auch nichts Besonderes. Okay, wir gehen einfach mal weiter gucken. Wir haben ja Zeit. Wir müssen es nicht überstürzen. So, mal schauen, was wir hier noch so alles finden. Ah, da hinten ist unser letztes Submarine. Zumindest schon mal in Sichtweite. Gucken wir mal, was hier auf dieser geraden Fläche alles so am Start ist. Du bist Level 8. Ist mir egal. Was hast du? Level 12. Ja, immer noch egal. Was mit dir? 1. Die mit den coolsten Farben unter Wasser hat natürlich Level 1. So. Ja, Level 11. Okay, auch nicht so besonders. Level 9. Wir schnitzen uns einfach mal, also wir schauen uns einfach mal hier alle an. Die haben hier eine gute Auswahl momentan. So, einmal Level 7, einmal Level 4. Auch nichts Besonderes. Die da hinten zerstört gerade unser Submarine. 12, 10 und keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts Gutes. Das war, glaube ich, die, die wir ursprünglich tamen wollten. Ja, genau, die 17er. Die ist natürlich voll fixiert hier auf unser anderes Submarine.
Okay, die ist down. Dann, ja, nehmen wir halt hier einfach die. Fertig aus. Wir wollten sie ja eh schon zähmen. Also können wir es auch weitermachen. So, habe ich überhaupt... Ja, die Rüstung habe ich an. Sehr schön. Wir sind halbwegs safe. Also es ist die erste Zähmung. Wir sind gerade erst ins Wasser gekommen. Wir haben genug Wärme noch. Wir haben noch genug Futter. Wir haben eigentlich von allem genug. So, schaffen wir es vielleicht nochmal? Na, wird zu knapp. Ich gehe zurück ins U-Boot. Da hinten kommt auch schon wieder eine ganze Meute. Kommen die zu mir? Also wenn die Gruppe zu mir kommt, haben wir echt ein großes Problem. Deswegen würde ich es jetzt feiern, wenn die jetzt einfach von uns wegbleiben. Halt. So. Sieht ganz gut aus. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es in der letzten Folge schon angesprochen habe, aber auf jeden Fall, Leute, wenn ihr runtergeht, Kram Solo zähmen. Im besten Fall geht ihr zu zweit runter, da könnt ihr euch abwechseln. Wenn der eine nicht mehr kann, macht der andere einfach weiter. Falls ihr wirklich solo unterwegs seid, nehmt euch Pelzrüstung mit, skillt auf Oxygen und Water Temperature, dass ihr bei kalten Temperaturen hier im Wasser auch überlebt und sowas. Am besten noch auf Temperatur von der Rüstung. Dann seid ihr ganz safe. Und ja. Also, wenn ihr die erste Krabbe, der erste 10 Versuch, wenn ihr gescheitert ist, macht nicht die Fehler, wie ich jetzt in der letzten Folge, und versucht direkt die nächste Krabbe zu zähmen. Geht erstmal an Land, regeneriert eure Ausdauer, euer Leben und sonst was, und dann geht ihr nochmal drauf. Aber so direkt den zweiten Versuch dann starten, ist ein bisschen blöder. Das klappt in der Regel nicht so ganz. Und passt auf die Front von den Krabben auf. Die schnappen gerne zu, das kostet euch übelst Leben. So, und übelst Leben und Zeit auf jeden Fall. Ihr seht, die sind hier manchmal nicht ganz so easy zu treffen, gerade wenn die anfangen rumzuspringen. Und nehmt euch ab und zu ein bisschen Zeit und wartet, bis die halt wirklich gestunt sind. Denn, ja, die erste Krabbe hätten wir vielleicht schon safe, wenn ich nicht zu früh nochmal draufgeschlagen hätte. So, da oben ist die andere Gruppe, die hält sich momentan noch so ein bisschen fern von uns, das ist gut. Ah, das dauert jetzt wieder. Okay, ein Viertel der Zähmung haben wir hinter uns. Ich mache mal wieder einen kleinen Cut rein. Hoffe, dass nichts passiert. Wenn was passiert, sehen wir uns natürlich wieder. Ansonsten sehen wir uns, wenn die Krabbe fertig gezähmt ist. Okay, Leute, wir sind bei 93%. Unser Leben ist auch nicht mehr allzu krass. Wir sind umzingelt von lauter Krabben. Da ist auch noch eine. Ich bin gespannt, ob wir das Ganze überleben, ob wir es schaffen, diese Krabbe hier jetzt zu zähmen. Wir müssen aufpassen, denn wie gesagt, wir halten nicht mehr allzu viel hier aus. Also eine Krabbe zähmen ist möglich, die eine zweite zu zähmen wird schon richtig krass schwer, wenn man nicht ordentlich geskillt hat. So, ich habe schon rote Anzeige hier im Display. So, eventuell, wenn wir jetzt keinen Fehler machen, ist das jetzt hier die letzte Zähmung, also das letzte Mal Stun. Shit, wir haben schon einen Fehler gemacht, wir haben uns zu lange Zeit gelassen. Eventuell könnte das jetzt zu unserem Verhängnis werden. Das Problem ist, gegen Ende nicht nervös werden.
Okay, wir haben noch einmal füttern. Das schaffen wir easy, Leute. So, das schaffen wir richtig easy. So, da ist sie. Die gute Crab. Und wir sind injured und haben eine Crab gezähmt. Dich nenne ich einfach mal Krabby. Ganz schnell und einfach. Und wir verpissen uns hier erstmal ins Submarine rein. So, okay. Wir sind safe. Die Crab mit Level 25. Okay, ist gar nicht so schlecht. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Entschuldigung. Die erste Crab bringen jetzt hier hoch. Da seht ihr auch schon unser, ja, unser Schiffchen stehen, was ich clevererweise direkt über uns gepackt habe. Ja, der erste 10 Versuche noch vor der letzten Folge wäre fast gescheitert. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich bin losgefahren. Ich dachte, ich wäre gut präpariert, aber wie so oft ist man nicht halb so gut präpariert, wie man sich das vorstellt. Im Endeffekt, ich hatte keinen Sattel dabei, ich hatte keinen Mythos dabei und sonst was. Und wer das schon mal gehabt, also bei dem das schon mal der Fall war, dass er eine Krabbe gezähmt hat und keinen Sattel dabei hat, der weiß vielleicht, wie nervig und beschissen diese ganze Situation ist. So. Denn das hatte ich schon mal. True Story, da musste ich wirklich auf die Golden Age Insel fahren in Zeitlupe, damit diese blöde Krabbe nicht unterwegs verloren geht. So, und jetzt haben wir das nächste Hindernis. Wir müssen erstmal gucken, wo die Krabbe ist. Irgendwo springt sie hier. Ah, hier. Okay. Sehr gut, sie ist direkt auf uns gelandet. Ah! Okay, das ist nervig. Das ist sogar sehr nervig. Oh nein! Wo bist du? Da. So. Ah, wir müssen doch eigentlich nur den beschissenen Sattel auf dich drauf bekommen. So, jetzt aber. Sehr gut. Jetzt muss nur noch einmal hochkommen. Okay. Ah, was nackt? Okay, wir haben eine schön rot-lilane Krabbe. Die buxieren wir jetzt direkt hier aufs Schiff. Okay, wunderbar, Leute. Wir haben unsere erste Krabbe gesaved. So, wir gucken uns ja auch direkt die Stats mal an. 480 Heal, 122 Schaden und Stamina 420. Stats, die komplett für den Arsch sind im Prinzip. Aber es ist unsere erste Krabbe. Ich bin happy. So, das nächste Problem, was wir jetzt haben. Achso, stimmt, die ist ja noch auf Folgen. Wir brauchen auch diesen Folgenbonus. Denn wir müssen doch mal da runter ins kühle Nass. Wir müssen uns unser zweites Submarine wieder beschaffen. Das würde ich ungern da unten verrotten lassen. Aber wir müssen vorher erstmal gucken, dass unsere Leben wieder ein bisschen hochticken. Ansonsten haben wir da keine Chance. Wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte der Leben. Deswegen, Leute, wir machen kurz einen Break. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sind wieder da mit vollem Leben. Es ist stockfinstere Nacht, aber wir gehen trotzdem runter. In der Hoffnung, dass wir das U-Boot noch wiederbekommen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es überhaupt gelandet ist. Kriegen wir es angezeigt? Noch nicht. Aber wir kommen zumindest ziemlich schnell runter. Oh, da hinten ist so ein komischer Wal. Mit dem würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht anlegen. Nicht mit unserem Level jetzt. So, aber wir müssten eigentlich hier ganz in der Nähe vom Submarine sein. Also es kann nicht allzu weit weg sein. So, da ist es. Direkt vor unserer Nase im Prinzip. So, okay. Dann gehen wir an Bord und hoch zum Schiff. In der Hoffnung, dass dieser
Sperm Whale hier jetzt direkt neben uns nicht aggro wird und uns folgt. Das wäre natürlich ein bisschen blöde. Können wir mal gucken. Ah, die Krabbe steigt natürlich direkt über ihn auf. Aber jetzt sehen wir es nicht. Ich hoffe, sie überlebt. Oh no, da ist ein Felsen! Kein Wunder, dass ich nicht richtig steuern kann, wenn ich die Weitsicht aktiviert habe. So. Jetzt habe ich komplett den Überblick verloren. Wo ist unser Schiff? Wo ist unsere Krabbe? Also rein theoretisch müsste die ja jetzt uns folgen. Wenn sie nicht gerade hier in irgendeinem krassen Battle verstrickt ist. Da ist sie. Sehr gut. Und in die Richtung müssen wir, glaube ich, für das Schiff. Halt, ne, wir sind sogar ein Stück zu weit. Jetzt? Ja. Genau. Da ist es doch schon. Sehr gut. Dann machen wir uns direkt mal auf den Weg zum Schiff. Ah, nicht so weit. Ah, das war zu weit. Aber jetzt. Okay, sehr gut. Ich habe beide Submarines retten können. Jetzt die Frage, wo ist unsere Krabbe? Krabbe? Da ist er. Okay. Die müssen wir gerade mal schnell hier. Ey. Okay, Krabbe im Wasser ist immer ziemlich nervig. Oh. Das ist ein Hai. Der ist noch nerviger. Deswegen machen wir das einfach mal so. Okay, cool. Ja, die letzte Folge war nicht ganz so erfolgreich. Diese Folge war mehr als erfolgreich. Wir haben beide Submarines gerettet. Wir haben unsere erste Krabbe gezähmt, die sogar von der Farbe her eigentlich ziemlich cool aussieht. Auch wenn es sehr pinklastig ist. Nichts gegen Leute, die auf Pink stehen, aber ja, ich hätte gerne eine andere Farbe gehabt, aber sieht trotzdem richtig, richtig nice aus. Und ja, Leute, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen könnt. Ein Klick auf den Abo-Button würde ich mega feiern und motiviert mich immer wieder neue krasse Projekte am Start zu bringen. Wartet ab, ich habe vor einiger Zeit wieder angekündigt, ein spezielles Projekt. Das wird definitiv kommen und das wird richtig krass. Also Leute, klickt den Abo-Button. Motiviert mich, das Ganze auch durchzuziehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Atlas. Bis dahin, Leute. Haut rein!